Hallo, hier ist wieder Paul von Capcom Germany. Ich war vor kurzem auf der Brawl One, einem Fighting Game Event hier im exzellenten Hamburg, wo die Teilnehmer ausführlich Hand an Street Fighter 5 legen durften. Ob es Ihnen gefallen hat? Tja, schaut halt selbst. Ja, hallo, Marco Volk mein Name, Nickname ist Fisch, German Fighting Community Member. Das neue Modell, mit dem dass man das Spiel nur einmal kaufen muss und dann die Charaktere quasi sich weiter kaufen kann oder halt, wenn man viel spielt, auch freilaufen kann, das finde ich sehr gut. Das ist gute Idee. Sollte auch gut ankommen. Immer, ich bin der Ufuk. Street Fighter 5 ist echt cool. Vor allem viele neue Charaktere, einige alte, die man sogar auf Swatch-Seiten kennt. Und ja, ich habe richtig Bock auf das Game und ich freue mich, wenn es rauskommt. Ich kribbel schon in den Fingern. Hi, ich bin Kaneda und bin mega gehypt, was Street Fighter 5 angeht. Denn seit 2008 spiele ich nur Street Fighter 4 und ich merke einfach, mit Street Fighter 5 besteht auch eine neue Chance, gerade was die Einsteigerfreundlichkeit angeht. Und ja, ich bin sehr, sehr überrascht und freue mich tierisch auf das Game, denn da will ich auf jeden Fall mit oben dabei sein. Auf jeden Fall. Guys, I'm Al Yang, transplant in Hamburg here, originally from the U.S. Getting my hands on Street Fighter V today. A really big fan of what's going on right now. Really hyped about the new Street Fighter. It's kind of taking the speed back to old Super Turbo, like really fast rounds. No more of these crazy confirms just like going up right now. It's just back like nice fundamentals, like footsies, get a confirmed big damage, fast matches, like bringing back a lot of the old characters and like really focusing on the fundamentals. So really big fan of what's going on. Really hope to see what's coming next. One more character left. I don't know who it is, but I guess everybody's guessing right now already. Hadouken!